Hallo, meine Lieben. Ja, ich konnte das Zahnsanierungsvideo vom Shaggy nicht hochladen. Ich habe keine Ahnung, aus welchen Gründen. Auf jeden Fall bricht das nach wie vor immer ab. Ich habe jetzt gar nichts mit dem Video-Editor gemacht. Ich mache jetzt einfach nur hier so ein Video jetzt, damit ihr überhaupt mal wieder ein Video von mir kriegt. Ja, und dann muss ich gucken, was da mit dem Programm nicht stimmt oder ob das nur an dem Video lag oder ob das auch an anderen Videos liegt, keine Ahnung. Ja, so, und zwar heute habe ich mal eine Buchvorstellung für euch. Hundeerziehung ohne Leckerchen. Ja, so, noch ein bisschen so. Ja, jetzt muss ich mal eben meine Brille wieder aufsetzen. Das habe ich nämlich durch Zufall entdeckt. Habe ich wieder gebraucht gekauft und dann war das natürlich wieder günstig. Aber das sieht aus wie neu. Also hier ist nichts dran. Obwohl das gebraucht ist, ist das wie gesagt wie nagelneu. Sind auf jeden Fall auch immer Bilder drin zwischendurch. Beispiele. Ja, und zwar, so hier kann man das sogar noch richtig aufklappen. Dann kann man zum Beispiel, wenn man jetzt hier so mittendrin irgendwo schon gelesen hat, kann man das dann so hier so reinklappen. Dann hat man praktisch wie ein Lesezeichen. So. Ja, ich habe mir das deswegen gekauft. Hier ist nochmal die Rückseite. So, wenn ihr das lesen wollt, was da drauf steht, ich hoffe, die Kamera nimmt das vernünftig auf, dann müsst ihr auf Pause drücken. Ich kann das jetzt hier nicht zig Minuten lang so festhalten und dann fange ich gleich an zu wackeln. Gut, auf jeden Fall habe ich mir das deswegen geholt, weil ich komischerweise immer Hunde hatte, die nämlich keine Leckerchen genommen haben. Ja, und zwar war das dann, wie soll man sagen, die waren immer so unter Strom, dass die draußen keine Leckerchen genommen haben, weil sie draußen immer abgelenkt waren, von den Gerüchen, von anderen Hunden, von der Umwelt, von was weiß ich, Autos, Menschen, keine Ahnung. Und hier drin, wenn sie dann zur Ruhe gekommen sind, schon. Ja, aber was macht man jetzt, wenn man einen Hund draußen ja auch was beibringen will? Der soll, wenn man den ohne Leine laufen lassen will, soll er ja wiederkommen. Und als Motivation hat man meistens Leckerchen. Wenn der Hund aber draußen keine Leckerchen nimmt, steht man nämlich da. Und zwar alleine, weil der Hund dann nicht kommt. Ja, und deswegen muss man sich dann irgendwie was einfallen lassen oder sich interessant machen, damit der Hund trotzdem kommt. Also ich kann schon mal von mir aussprechen. Ich habe dann immer ein Lieblingsspielzeug mitgenommen und habe den Hund dann damit gelockt. Ja, und ich habe immer mit einer hohen Stimme dann gerufen, so dass der merkt, ah, da ist jetzt irgendwas Besonderes, was Interessantes an, ich gehe da mal gucken. Und dann kamen die meistens auch. Ja, und hier kommt auch schon gerade einer. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier rüber. Da. Guck in die Kamera. Ja, ein bisschen höher. Und auf jeden Fall. Ja, jetzt hat er mich abgelenkt. Ah, jetzt will er dahin. Shaggy, ich will hier gerade ein Video aufnehmen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann immer mein Spielzeug, die Hunde dann irgendwie dann doch wieder zu mir locken können. Und in diesem Buch stehen jedenfalls ganz viele tolle Tipps drin, was man so machen kann. Begegnung clever gestalten zum Beispiel. So, wenn man jetzt andere Hunde trifft, dass die sich nicht da raufen, sondern vertragen und alles. Mit Fehlverhalten umgehen, was man dann machen kann. Tauschgeschäfte, hier steht nämlich schon.
ausgeben, zum Beispiel Spielzeugtausch. Ja. Wenn jetzt der Hund nämlich nicht ausmachen will und hat schon das Spielzeug, dann ist das nämlich sinnvoll, wenn man dann noch ein anderes Spielzeug mitnimmt, um dann den dazu animieren, das alte Spielzeug loszulassen und das neue zu nehmen. Und in dem Moment kann man dann die Befehle geben, dass der das dann sofort verknüpft. Ja, und so weiter steht alles hier drin. Aber das habe ich auch schon selber gemacht. Trotzdem habe ich gedacht, dass ich mir das nochmal kaufe, weil da mit Sicherheit noch Sachen drin sind, die ich eben noch nicht weiß, weil man lernt ja immer nur dazu. Man kann ja nur schlauer und nicht dümmer werden. Ja, und deswegen fand ich das ganz interessant. Auch hier Restaurantbesuch. Viele nehmen ja ihren Hund mit, wenn sie essen gehen. Und dann ist das ja auch ganz praktisch, wenn der nämlich am Tisch betteln will oder so, was der ja dann nicht soll. Ja, Schritt für Schritt geht das dann hier, wie man das dann alles machen kann. Anti-Erwartungshaltung steht auch hier drin. Das ist ganz wichtig, dass man nämlich nicht zu hohe Erwartungen hat und seine Ansprüche ein bisschen runterschraubt an den Hund, damit man vernünftig mit dem trainiert. Wenn man zu hohe Erwartungen hat, dann wird man selber vielleicht auch zu schnell ungeduldig oder, ja, was heißt unsicher, ungeduldig und dann überträgt sich das auf den Hund und dann hat er sowieso keine Lust mehr, weil der dann auch nervös ist, weil der nicht weiß, warum man jetzt da, wie soll man sagen, vielleicht enttäuscht ist, weil die Erwartungen nicht sofort erfüllt werden, wie hier mit meinem Deprivationssyndromhund. Deswegen ist so ein Buch nämlich sowieso wichtig, weil die Hunde, die nehmen keine Leckerchen, weil die ja nur abgelenkt sind. Entweder sind die ängstlich und nehmen keine Leckerchen, weil dann würden sie die auch sofort danach wieder ausbrechen. Oder die nehmen die eben nicht, weil sie nur abgelenkt sind. So, und deswegen für Deprivationssyndromhunde ist so ein Buch auch ziemlich wichtig und hilfreich. Ja, was ist da noch drin? Das hatten wir schon. Achso, Gespräche auf der Straße, wenn man jetzt jemand anders trifft und will sich unterhalten und der Hund jault da rum, weil er weiter will oder so. Dass der dann eben mal ruhig bleibt. Solche Sachen sind da auch drin. Ja, Restaurantbesuch hatten wir schon. Das unsichtbare Band. Hier sind jetzt Bilder. So, der Hund ist ohne Leine und folgt seinem Herrn, seinem Herrchen. Und das ist damit gemeint mit dem unsichtbaren Band, dass die Verbindung so stark ist, als wenn der Hund an der Leine gehen würde. Dass der auf Schritt und Tritt folgt und dass man sich auf den Hund hundertprozentig verlassen kann. Ja, so einen Hund hatte ich nämlich auch schon, vorm Shaggy. Ja, so, dann haben wir noch Aufmerksamkeit fördern, was ganz wichtig ist bei Deprivationssyndromhunde. Ja, wie gesagt, hier sind richtig tolle Sachen drin. Rückruf unter Ablenkung, wie man die dann trotzdem zu sich hinrufen kann. Ja, unter Ablenkung, das ist halt nämlich zuverlässiger Rückruf. Weil das ist ja das A und O, sonst kann man einen Hund nicht ohne Leine laufen lassen. Wenn man den nicht zurückkriegt, ist das nicht der Sinn der Sache. Ja, laufen an lockerer Leine. Ja, so sieht das aus, wenn ich Sarah und Shaggy an der kurzen Leine habe. Dann sind die nämlich auch ganz entspannt. Aber wenn ich die Flexleine nehme, dann wollen die nur rennen, rennen, rennen. Dann sind die nur entspannt, wenn die schon gerannt sind und wenn wir keinen treffen. Ja, das kann ich auch noch mal kurz erwähnen. Das weiß ich natürlich schon lange. Trotzdem mache ich das zwischendurch immer mal wieder, dass ich die trotzdem an eine Flexleine nehme. Die Sarah ist ja dominant. So, und wenn ich die an eine Flexleine nehme, dann bellt die viel schneller wieder alle Hunde an, die wir unterwegs sehen und auch die Menschen. So, habe ich die an der kurzen Leine. So, dann weiß die, dass ich die Führung übernehme und nicht sie. Und an der Flexleine weiß die das nicht, weil die ja vorrennt und ich bin ja 5 Meter hinter ihr.
Also meint die, ich schicke die damit los, dass die alles regeln soll. Und das meinen ganz viele Hunde und erst recht die, die dominant sind. Und die, die nicht dominant sind, die meinen nämlich Anaflex sein, sie müssen das jetzt auch regeln, sind aber total überfordert. So, und dann kann das auch total schief gehen. Deswegen Flexleinen sind eigentlich gar nicht gut für Hunde. Müsst ihr mal selber ausprobieren und dann seht mal den Unterschied. Wie gesagt, an der kurzen Leine laufen die Hunde tatsächlich besser und entspannter. Und normalerweise ist das ja auch so, dass im Rudel, sage ich jetzt mal, in dem Falle Sarah, Shaggy und ich, gehören ja zusammen. Und nicht, dass der eine, wer weiß, wie weit vorrennt und die anderen bleiben zurück. Ja, und von daher ist das mit einer kurzen Leine immer besser. Ja, und dann halte ich die Leine, weil die manchmal so durchhängt, dass sie bis auf den Boden schon hängt. Dann halte ich die immer so komisch hoch, so, und dann sieht das immer so, muss ich noch so machen, sieht das immer so wie so eine Tussi aus. Und ich glaube, dann denken die immer alle, wie rennt die denn mit den Hunden herum? Aber egal. Ja, aber ich habe keine Lust, jedes Mal die Leinen wieder zusammenzuwickeln, dann wieder auseinander, weil sind ja nur die 2 Meter Leinen. Und dann halte ich die eben mal kurz so höher in der Luft. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Wenn ich nichts zu lachen habe, sollen die anderen ruhig lachen. Ja, was haben wir noch? Ach so, hier, das ist auch wichtig. Wenn es ums Futter geht, dass der Hund einen nicht anspringt, wenn man den Futternapf da hinstellen will, sondern dass er wartet, bis er dann, bis das alles da fertig ist und dass er dann erst frisst. Und dass man nämlich auch lernen kann, dem das wieder, also beizubringen, dass man dem das wieder wegnehmen kann. Das lassen nämlich viele Hunde auch nicht so. Und dabei wäre das aber wichtig. Weil man muss dem Hund eigentlich alles wieder abnehmen können, weil wenn man draußen ist und er würde jetzt draußen auf der Straße irgendwas fressen, was er nicht soll, weil er gefährlich ist, dann muss man den dann auch wegnehmen können. Und so kann man das schon zu Hause mit dem Futternapf dann üben. Ja, und dass die Hunde nicht so aufgeregt sind, weil sie jetzt fressen kriegen, sondern dass die entspannt sind und sich auf das Futter zwar freuen, aber nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Hüten von Gegenständen hier, ne, Sarah? Aber der Shaggy, ne, der Shaggy hat das auch schon mal gemacht, nicht so. Aber die Sarah. Ja, und zwar suchen die sich ja schon mal Sachen. Also natürlich mit ihrem Spielzeug können sie das auch machen oder mit irgendwelchen Leckerchen oder Kauknochen oder sowas, die sie dann irgendwo verstecken und dann darf da keiner in die Nähe kommen. Ja, und wenn man jetzt sauber machen will oder aufräumen will oder das Körbchen, da sind ja die ganzen Kauknochen versteckt. Man muss ja den Bezug mal waschen, dann muss man da auch dran gehen können. Und wenn der Hund dann da die Zähne zeigt, weil er nicht möchte, dass man da dran geht und die Kauknochen mal eben an der Seite räumt, dann hat man schon ein Problem. Ja, aber das habe ich alles zum Glück nicht. Ich kann das hier mit der Sarah trotzdem gut handeln. Die gibt mir alles ab und fertig. Weil ich bin in dem Punkt immer konsequent. Ich lasse mir das nicht gefallen von der. Also ich bin jetzt nicht, dass ich mit der schimpf oder irgendwie. Ja, was soll man denn sonst sagen? Ich lasse das einfach nicht durchgehen. Ich weiß nicht, ich habe dann vielleicht ein anderes Auftreten, dass die sofort weiß, da braucht die bei mir gar nicht versuchen. Sondern dann kriege ich das schon, was ich möchte. Ja, und dann lobe ich die. Also das Loben ist das A und O. Wenn man nämlich keine Leckerchen hat. Worum es ja hier geht. Ja, was haben wir noch? Also die Genetik ausnutzen. Viele haben sich ja einfach einen Hund geholt nach dem Aussehen her oder weil er gerade Mode ist. Das Wort kann ich ja gar nicht im Zusammenhang mit Hunden haben. Weil das ist ein Lebewesen und ein Lebewesen kann nicht in Mode sein. Das ist totaler Schwachsinn, was sich der Mensch ausgedacht hat. So, und zwar die Genetik ist ja das, wofür der Hund gezüchtet wurde. So, der eine ist zum Jagen gezüchtet, der andere zum Bewachen, der andere ist zum Hüten gezüchtet und so weiter und so weiter. So, und dementsprechend kann man dann darauf hinwirken und die Sachen dann für sich zum Vorteil ausnutzen. So, aber dafür muss man sich mit seinem Hund auseinandergesetzt haben, mit der Rasse.
Und deswegen sollte man sich immer vorher Bücher kaufen oder ausleihen oder von mir aus auch im Internet alles über die Rassen lesen, obwohl im Internet tatsächlich nicht immer alles richtig steht, habe ich ja schon ganz oft festgestellt. Trotzdem kann man das erstmal machen, damit man überhaupt mal einen Eindruck hat. So, und wenn man dann eine bestimmte Rasse favorisiert, dann holt man sich speziell nochmal ein Buch oder mehrere Bücher dazu und liest die mal bitte alle durch, bevor man sich den Hund holt. So, weil die meisten holen sich einen Hund, ah, der sieht so süß aus, und dann kommen sie hinterher nicht klar. Wie das ja bei der Sarah auch war. Und wenn man dann noch einen dominanten Hund hat, dann übernimmt er die Führung und dann wird man nicht mehr Herr der Lage oder geht ruckzuck. Dann hat man nämlich einen Problemhund ganz schnell und dann, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll, weil der vielleicht schon knurrt oder die Zähne fletscht, dann kriegt man Angst vor seinem eigenen Hund oder haut den sogar, weil man nicht weiß, was man machen soll und dann hat man erst recht einen Problemhund. Und so weit darf es niemals kommen. So, und deswegen vorher informieren. Das ist das Allerwichtigste. Hier bei uns in der Nachbarschaft, wo ich meinen ersten Hund hatte, habe ich den natürlich, weil der auch nichts konnte, habe ich dem erstmal Sitz an der Straße beigebracht. So, und dann alle anderen, die hier kleine Hunde hatten, ich hatte ja damals auch einen kleinen Hund, die haben dann gesagt, hat dann eine mich gefragt, wieso denn mein Hund Sitz an der Straße macht. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ja, und dann habe ich, weil ich ja schon gemerkt habe, die Frage ist ja total falsch. Weil wieso macht der Hund Sitz an der Straße? Weil der da stehen bleiben soll und nicht einfach rüberrennen soll, falls ein Auto kommt. So. Und weil ich dem dann natürlich beigebracht habe. Aber wenn mich jemand schon so, so blöd fragt, so eine blöde, ja, gibt eigentlich keine blöden Fragen, aber in dem Fall schon. Ja, dann kriegt derjenige auch eine blöde Antwort und ich habe dann gesagt, ich habe den so gekriegt. Und deswegen erzähle ich jetzt gerade diese Geschichte, weil ganz viele Leute im Fernsehen sehen, irgendwelche, wie bei Supertalent, dann können die 1000 Kunststücke, die Hunde, oder die sehen da Top Dog und was weiß ich, wie die Sendungen alle heißen, wo die dann mit denen, wer weiß, was alles für Kunststücke machen. Ja, und dann meinen die, ja, wenn ich mir die Rasse hole, dann kann der Hund das auch. Kein Hund kann irgendwas von Anfang an. Man muss dem alles beibringen, alles. So, und wenn der das alles kann, ist das nicht erledigt. Man muss immer, 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 jeden Tag, immer wieder alles aufs Neue mit dem Hund üben. Wenn man das mal ein paar Tage nicht macht oder eine Woche nicht macht, dann, wie gesagt, versucht der Hund dann die Führung zu übernehmen. Oder ist total unglücklich, weil er eben nicht dominant ist, nicht die Führung übernehmen kann, und macht irgendwas anderes, wird neurotisch. So, auf jeden Fall kriegt man einen gestörten Hund, wenn man dem Hund nichts beibringt. Das ist einfach so. Das ist eine totale Tatsache. Ist genau wie wenn die Hunde sich unterwegs, fremde Hunde sich begegnen und die bellen sich vom Weiten schon an, wie wer weiß was. So, und dann gehen die Besitzer trotzdem weiter aufeinander zu, weil sie meinen, ja, die müssen sich ja beschnuppern und kennenlernen. Total falsch. Man geht sich aus dem Weg, weil die zum fremden Rudel gehören und man muss nicht mit jedem sich da beschnuppern lassen. Sondern wenn die sich schon vorher so anbellen, dann erst recht nicht, weil die sich ja dann schon nicht mögen. So, weil wenn die sich freuen würden über einen fremden anderen Hund, dann würde die Situation ganz anders aussehen. Dann würden die nicht giftig bellen, sondern dann würden die fröhlich so ein bisschen jaulen und so ein bisschen piepsen und quietschen. So freuen die sich dann. Aber nicht, wenn die bellen. Sondern geht man sich aus dem Weg und man geht so schnell wie möglich weiter und bleibt da nicht nur stehen. Das ist nämlich eine absolute Provokation für beide Hunde. Ja, und das erlebe ich ja hier jeden Tag, jeden Tag. Alle wissen, dass die Sache aggressiv ist und dann bleiben die trotzdem stehen oder rennen noch in uns rein und provozieren, 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 weil sie nichts merken. Und dann wundern sie sich, wenn sie hinterher doch gebissen werden. Ja, ich achte ja darauf, dass nichts passiert, aber dann kann das doch nicht sein, so was. Ja, aber wie gesagt, wir sind jetzt bei dem Buch. Hier Top 10 der Trainingsfehler, ne? Für die Leute, die keine Ahnung haben.
Ich habe gerade gesagt, die wissen nicht, warum der Hund an der Straße Sitz macht, ja. Oder wissen gar nicht, wie sie einen Hund trainieren sollen. Ja, und geht ja auch immer ums Timing. So, wenn man das falsche Timing hat, dann nützt das nichts. Dann kann man dem Hund versuchen, so oft wie möglich was beizubringen und passiert aber nichts, weil das Timing nicht stimmt. So, das ist nämlich auch ganz wichtig. Ja, dann haben wir noch. Ach so, angemessen verstärken. Wenn man jetzt was erreicht hat, dass man das so langsam dann immer weiter steigert praktisch. Auch die Belohnung und so weiter, alles. Ja, dann haben wir noch. Ach so, hier ist noch zum Beispiel auch ein Klicker. Das kann man ja dem Hund auch gut beibringen, wenn man jetzt keine Leckerchen hat. Und vor allen Dingen kann man das ja auch immer haben. Also das kann man in der Wohnung ja nutzen, draußen, wenn man unterwegs ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal mit dem Hund im Zug fahren muss oder sowas, ist so ein Klickertraining vorher eigentlich gar nicht schlecht. Dann braucht man nicht immer dann Wörter benutzen und das machen und das machen und das machen. Dann weiß der Hund auf Kommando von dem Klicker praktisch, das war jetzt richtig und so weiter. Also das ist schon ganz gut. Und es stört keinen, weil das ist ja nur ein leichtes Klappgeräusch. Und vor allen Dingen, wenn man nämlich jetzt schon so Hunde hat, die zur Fettleibigkeit neigen, sage ich jetzt mal, weil die kein Sättigungsgefühl haben, wie jetzt ein Labrador, was war das noch? Cocker Spaniel, Beagle, das sind so die Rassen, die haben ja kein Sättigungsgefühl und die haben ja immer Hunger. So, und die wollen ja immer Leckerchen und für die Hunde ist das nämlich auch sehr sinnvoll. Und so ein Klickertraining. Dann kann man die nämlich schon belohnen, aber eben ohne Leckerchen. Oder jetzt sowieso ein Hund, der vielleicht sowieso schon irgendwie Übergewicht hat, dann, oder wenn man im Winter, weil das Wetter so scheiße ist und man nicht regelmäßig, also man geht regelmäßig raus, aber nicht so große Runden wie im Sommer. So, oder wenn es im Sommer so heiß ist, kann man auch nur kleine Runden gehen, wenn wir wieder 30, 40 Grad haben. Dann setzt die Hunde ja auch schon mal ein bisschen an. Dann die Sarah hat immer dann schnell 1 Kilo wieder drauf. Ja, und dann ist das sowieso mal praktisch, wenn man dann so Sachen machen kann ohne Leckerchen. Ja, Autofahren, bellen im Auto, Postbote. Leinenaggression. Da. Dann wäre nämlich die Sarah, dann wäre der Shaggy in dem Fall. Ja. Was ist die Ursache? Im Teufelskreis gefangen hier mit der Leinenaggression und das sind schon gute Tipps. Denken wie ein Hund und das ist nämlich das Wichtige, damit man sich in den Hund reinversetzen kann. Und deswegen muss man genau wissen, welche Rasse man auch hat, weil sonst versteht man den Hund einfach nicht. Das ist einfach so. Also die Hundesprache ist natürlich bei jedem Hund gleich, also von der Körpersprache her. Aber dadurch, dass es ja unterschiedliche Rassen sind, die unterschiedliche für unterschiedliche Sachen gezüchtet wurden, muss man sich da auch reinversetzen, was jetzt in dem Hund vorgehen könnte, ob der jetzt das und das machen möchte. Was andere Rassen vielleicht eben nicht machen würden, weil sie dafür ja nicht gezüchtet wurden. Und deswegen ist das so wichtig, dass man sich mit seiner Hunderasse auskennt. Und wenn man Mischling hat, ist es trotzdem wichtig, dass man weiß, welche Rassen da drin stecken. Weil je mehr man über den Hund weiß, umso optimaler kann man mit dem dann alles Mögliche erlernen und üben und alles. Ja, Besuch, wenn jetzt Besuch kommt, dass er zum Beispiel nicht angesprungen wird, der Besuch oder angebellt wird. Türklingel, Alarm. Dann bellen ja die Hunde auch meistens. Management, wie man das alles in den Alltag einbaut. Die verflixte Ablenkung, das ist das ja bei dem Shaggy, bei dem Deprivationssyndrom. So, wie gesagt, deswegen ist das ein sehr wichtiges Buch. Und deswegen habe ich mir das nicht geholt. So, jetzt sage ich nochmal, das ist der ulmer.de, das ist der Verlag.
Dann ist das Buch, ich guck mal eben, ja, das war ja hier der Anfang, aber was steht da jetzt? So, hier steht jetzt nicht von wann das ist, steht das hinten drin, muss ich mal eben hinten gucken. Warte, das ist von 2020. Und zwar Eugen Ulmer KG, das ist der Verlag. Oder www.ulmer.de. Was steht denn jetzt hier, wer das geschrieben hat? Katrin Gutmann und Gabi Franz. Und dann steht da noch Herstellung Birgit Heyni mit Y beides. Ja, auf jeden Fall ist es ganz aktuell. 2020 ist ja noch nicht alt. Ja, und also ich habe mich gefreut, dass ich das entdeckt habe. Das ist wirklich ein wertvolles, schönes Buch. Ja, sind viele Tipps drin. Auch schöne Bilder. Ja, mit Fehlverhalten umgehen habe ich hier gerade. Das ist nämlich auch nicht verkehrt. Und wenn man nämlich selber in seiner Körpersprache dem Hund gegenüber sich falsch verhält, ist das nämlich ein Fehlverhalten vom Mensch, was dann ein Fehlverhalten bei dem Hund auslösen kann. Was nämlich nicht gewünscht ist. Dann will man dem was beibringen, hat nämlich zum Beispiel das falsche Timing. Ja, und dadurch hat der Hund dann hinterher ein Fehlverhalten, weil er was anderes dann sich selber beibringt, weil er den Mensch nicht richtig verstanden hat. Und deswegen ist Timing so wichtig und die eigene Körpersprache ist ganz wichtig und dass man die Körpersprache von dem Hund lesen kann, dass man weiß, was jetzt in dem vorgeht, was er jetzt anzeigt, wenn der so oder so guckt, wenn er die Ohren so oder so hat, wenn er die Rute so oder so hat und so weiter und so weiter. Ja. So, ihr Lieben, das war es jetzt dazu. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hier wackelt schon wieder alles. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne neue Woche. Ich hoffe, bis bald. Drückt mal die Daumen, dass mein Videoeditor wieder geht. Tschüss.